auf die Bühne, aufreißen den Marshallturm und spielen halt. Ne? Das heißt also, dieses nuancierte, spätere Beurteilen der ganzen Kiste funktioniert nur dann, wenn man sich in diese Zeit zurückversetzt. Wenn man nach heutigen Maßstäben der Produktion, des ausgewogenen Produzierens und Spiels, wenn man mit solchen Maßstäben daran geht, dann wird man der Sache auch nicht gerecht. Das ist also heute sehr leicht zu sagen, ja, das ist ja alles, ist ja nur Gitarre und die ist auch noch verstimmt und so laut und wieso macht der das und so. Man muss die Jahrzehnte zurückschrauben, man muss sie in die Zeit versetzen, wie das damals so war. Wie hat es denn auf dich gewirkt? Bei den Konzerten, ich meine, du hast drei Konzerte gesehen, ja. War es denn jemand bei allen drei Konzerten so, ja. Dieses Überwältigende? Ja, das war auf jeden Fall bei den ersten beiden Konzerten war das überwältigend, weil der Typ, der Hendrix, weil der das geschafft hat, die Leute auf seinen Trip zu ziehen. Das hat funktioniert, das war für mich völlig unwichtig, ob ich die anderen jetzt noch höre oder nicht, sondern es war so, ich stand vorne in den ersten Reihen festgepresst von Leuten, die alle vollkommen abgeflogen sind, als er zum Beispiel sein Electric Ladyland im Sportpalast damals noch, ja, präsentiert hat hier in Berlin. Und das war sein Trip und entweder du bist da mitgegangen oder du bist nicht mitgegangen, da gab es nichts dazwischen. Ja. Und wir sind da hingegangen, um uns quasi von Hendrix auf seinen Trip mitnehmen zu lassen. Ne? Ganz anders war es dann 1970, als er dann in der Deutschlandhalle mit Ten Years After und mit Schreiler und einigen anderen noch zusammengespielt hat. Das war ganz kurz bevor er dann in Fehmarn gespielt hat und dann ganz kurz danach ist er ja dann gestorben. Da war das dann schon so, dass sich ein sehr introvertierter Jimi Hendrix zurückgezogen hat und eigentlich mehr so für sich vor sich hingespielt hat, und das kam dann übrigens auch bezeichnenderweise bei den Leuten überhaupt nicht mehr an. Ja, also das kann mich noch erinnern, dass in der Deutschlandhalle ich zum ersten Mal auch Pfiffe und Buhrufe gehört habe, als Hendrix gespielt hat, die dann sofort verstummten, als Ten Years After auf die Bühne kam und dann um ihr gewohntes professionelles Ding durchzuziehen. Halt, ja. Ich habe teilweise bei Woodstock schon den Eindruck, dass da irgendwie der Stecker schon rausgezogen ist. Er hat da sicherlich geniale Momente gehabt, aber das war irgendwie schon so ein bisschen zu sehr auf ihn fokussiert und aber auch so runtergefahren in der gesamten Energie. Wenn wir zum Beispiel bei den Aufnahmen von Monterey oder sowas noch ganz, ganz anders, wo er auch noch mit seiner alten Band spielt, war das eigentlich, wenn ich jetzt sage, stimme ich dir zu, so ein bisschen dröge die ganze Zeit. Ja. Das war auch so. Also es war, ich finde ja, die Band of Gypsies ist auch noch ganz toll, aber es ist schon was anderes. Es ist schon eine andere Mucke, es ist eigentlich eine Buddy Miles Kiste, wo Hendrix sich mit eingeklinkt hat. Ne? Und als Buddy Miles dann nicht mehr da war, als Mitch Mitchell wieder zurückkam und man trotzdem noch versucht hat, die Titel so zu spielen, das war's dann einfach nicht mehr. Ich habe es ja gesehen in der Deutschlandhalle. Das war leider nicht mehr, überhaupt nicht mehr das, was es mal war. Ich meine, die Access Ball is Love ist ja, glaube ich. Die zweite war das? Es ist ja Band und dann of kam. Nee, die Band of Gypsies heißt auch Band, so, of, genau, Gypsies. Genau, ja. Access Ball is Love war die zweite, ja. Und die dritte war Electric Ladyland. Und das war einfach auch irgendwo eine Mucke, die war angesiedelt zwischen Gewalt, aber auch extrem viel Gefühl und Sentimentalität. Das war eben sein Trip. Und er hat die Leute mitgenommen da. Band of Gypsies war im Grunde genommen schon eine Synthese, ja, von Buddy Miles und von den ganzen Amerikanern. Er ist zurück auch zu seinen Wurzeln, glaube ich, irgendwie zum Soul und zum Groove. Und das ist schon, die Band of Gypsies ist schon geil, ist schon, ne? Ja, aber es ist eben mehr Groove und sehr viel weniger Songwriting zum Beispiel. Ja, ne? Ja, ich weiß nicht, aber dein Stil, Gitarre zu spielen, ich meine, klar kannst du die Hendrix-Sachen auch spielen, das weiß ich ja, aber du hast dich nie wie andere Leute so reinfallen lassen. Ich, gerade in Berlin kenne ich einige, die haben das dann irgendwie immer weiter gemacht, sozusagen den Hendrix für Arme, und du hast es aber nicht gemacht. Ja. Du hast zwar auch die Mentalität übernommen, mal auch so dieses Ausgeflippte und das Brutale, aber das ist nie auf diese Riffs zurückgegriffen. Wie ist das denn passiert? War es dir klar, dass man das nicht kopieren sollte? Oder war das sowieso schon für dich durch? Also
ich würde mal sagen, das war eine Mischung aus allen möglichen. Man darf ja nicht vergessen, dass Hendrix 1970 dann gestorben ist und dass 1971 schon das Jahr war, wo bestimmte Musiker, auch in England übrigens, nicht nur in Amerika, versucht haben, Jazz und Rock zusammenzubringen. Ja, es war das Geburtsjahr der Fusion-Musik. Und da kamen einfach mehrere Sachen zusammen. Ich fand das unglaublich beeindruckend, was zum Beispiel Miles Davis mit John McLaughlin zusammen gemacht hat. Dieses Bitches Brew Album war weit mehr als einfach nur eine Synthese von Rock und Jazz. Es war im Grunde genommen eigentlich der Meilenstein, um nach neuen Wegen zu suchen, grundsätzlich. Um grundsätzlich nach neuen Wegen zu suchen. Und zwar ganz egal, wie die aussehen. Ob man Klassik jetzt mit reinnimmt, ob man ethnische Musik, ethnische Einflüsse mit reinnimmt. Und sei es einfach nur, um andere Skalen zu bedienen. Orientalische Musik, indische Musik, chinesische Scales und so, ja. Quintensachen und so weiter und so weiter. Die Spezialisten werden wissen, wovon ich rede, ja. Quinten und Quarten, was weiß ich nicht alles. Und ja, das war eigentlich für mich auch so ein Meilenstein. Ich habe dann auch so angefangen, andere Sachen zu hören. Alles zwischen, ich habe Soft Machine auf einmal ausgegraben wieder, ja, und habe Nucleus gehört und If, also so englische Rock-Jazz-Bands im Grunde genommen und natürlich Miles Davis und John McLaughlin. Ich habe das weiter verfolgt und wollte dann auch im Grunde genommen andere Sachen bedienen. Und das war eigentlich auch, sagen wir mal, für mich der Anlass, mich auch dann einfach mit anderer Musik zu beschäftigen und nicht mehr so sehr den Wurzeln nachzuhängen, sondern einfach auch zu versuchen, irgendwie andere Sachen zu machen. Ja. Ich meine, du bist ja dann nach Hamburg gegangen, nämlich auch kurz nach Curly Curve. Oder also nach England dann. Also bin dann 1974 dann nach Hamburg. Und habe mir ja in Hamburg vor allen Dingen auch gerade deshalb einen Namen gemacht, weil ich eben nicht mehr die Blues Scales bedient habe, so wie zum Beispiel sehr gute Gitarristen wie Rainer Baumann und so. Es gab sehr gute Gitarristen in Hamburg, darf man jetzt nicht vergessen. Ja. Aber ich war vielleicht der erste Gitarrist, der kam, der versucht hat, auch andere Scales zu bedienen. Und siehe da, auf einmal war mein Name sehr, sehr schnell bekannt. Das hat vielleicht ein Jahr gedauert und jeder kannte mich in Hamburg. Und das war eigentlich auch das, was ich gesucht habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Meinst du, dass du in England eigentlich den anderen Blick dafür bekommen hast? Mal andersrum gesagt, die Leute, die hier geblieben sind, ja, und sozusagen weiter in ihrer schönen Berliner Mauerwelt hier vor sich hin genudelt hätten, ja, dass das schon einen Unterschied macht, dann auch mal so einen Bruch zu machen und dann auch mal rauszugehen in so eine Welt, wo es dann halt auch mal ein bisschen anders zugeht, wo auch mal dann die Worte fallen, wie Roger Glover gesagt hat. Ja. Also es hatte ja zumindest für mich eine Sache gebracht, ich bin eigentlich zurückgekommen und aus England und wollte eigentlich gar keine Musik mehr machen. Ja. Ich hatte mit der Musik irgendwo gebrochen und für mich war im Unterbewusstsein, war für mich klar, wenn ich überhaupt nochmal, also eigentlich wollte ich, im Bewusstsein wollte ich gar keine Musik mehr machen. Und im Unterbewusstsein hat diese Entscheidung wahrscheinlich bei mir bewirkt, dass wenn man mich nochmal an die Gitarre bekäme, dass ich dann wirklich nur noch Sachen machen würde, die hinter denen ich stehen würde. Und ich würde mal sagen, genau dieses Ding hat bis heute eigentlich angehalten. Ja? Also wenn es nicht Atlantis gewesen wäre 1974, dann wäre es vielleicht nichts mehr gewesen. Aber es war eben Atlantis und die wollten meinen kompromisslosen Stil. Die wollten genau das. Und da habe ich mich dann auf einmal bestätigt gefühlt und habe dann noch mal, wie man so schön sagt, die Kurve gekriegt und habe gesagt, okay, wenn das Musikgeschäft doch so sein kann, ja, dann möchte ich doch gerne Musiker sein und habe dann quasi von da bis heute, das habe ich auch Inga Rumpf und ihren Leuten zu verdanken, das muss man mal ganz klar sagen, und Inga weiß auch, dass ich so darüber denke, halt, ne? Und habe dann quasi von 1974 bis heute mein Stremel so beibehalten, wie man so sagt. Aber ich meine, es ist ja schon auch, wenn man jetzt mal Inga Rumpf und Atlantis sieht, die hatte ihre Vorgeschichte schon mit verschiedenen Sachen, auch ja, mit auch in den 60er Jahren mit den City Preachers, völlig andere Visionen auch von Musik und Leben gehabt. Die sind ja auch dann sozusagen Mitte der 70er Jahre in Zeit doch mal so in so einen Rock, souligen Rock reingekommen,